bestrafte Neugierde. Die Neugier, wie ihr alle wisst, ein Fehler vieler Menschen ist. Den Mädchen öfter noch als Knaben. In hohem Maße an sich haben. Ein Hang ist's, der nach Dingen sucht. Die für uns sind verbotene Frucht. Der guckt in jeden fremden Topf. Der rütteln möcht an jedem Fropf. An jeden Vorhang zerrt und rückt. Nach jedem Schlüsselloch sich bückt. An jeder Türspalt lauscht und lugt. In Kästen stöbert unbefugt. Und, was zu wissen uns verwehrt, mit wahrer Leidenschaft begehrt. Von solcher Neugier sehet ihr. Ein warnendes Exempel hier. O lasst es euch zu Herzen gehen. Sonst könnt sowas euch geschehen. Babette war ein gutes Kind. Was Stubenmädchen oft nicht sind. Sehr reinlich, fleißig und adrett. Auch im Benehmen sonst ganz nett. Nur einen Fehler hatte sie. Neugierig war sie, und das wie. Kaum wusste sie sich wo allein. Durchstöbert Kasten sie und schrein. Besonders Briefe liest sie gern. Die affressiert an ihren Herrn. Lang trieb sie dieses ganz versteckt. Doch eines Tages war sie entdeckt. Der Herr kaum seinen Augen traut, wie er Babettens Neugier schaut. Doch die neugierige Person macht sich, so schnell sie kann, davon. Und zürnend spricht der Herr bei sich. Nun warte nur. Ich strafe dich. Zur Menagerie, die an dem Ort gerade weilt, geht er sofort. Und spricht, sie sahen sich schon einmal. Mit Jonas Schwarz, dem Prinzipal. Nicht lange später kann man sehen, wie beide rasch nach Hause gehen. Schon sind sie in des Rates Haus. Da leert Schwarz seinen Reissack aus. Sie lächeln beide voll List. Sie wissen ja, was drinnen ist. Ihr freilich ahnet nichts davon. Doch nur Geduld, ihr seht es schon. Kaum hat sich Jonas Schwarz empfohlen. Babette will das Kehricht holen. Das aufzufassen sie vergaß. Als an der Tür sich regte was. Und jetzt den Schlüssel sie entdeckt. Der eine Schublade tiefer steckt. Sie öffnet leise die Kommode. Nicht ahnend, welch ein Schreck ihr droht. Indessen unbemerkt sich naht. Leis auf den Zehen der Herren Rat. Um selbst zu sehen es mit an, wie ihnen gelingen mag sein Plan. Nun hat Babette leis und sacht die Lade heimlich aufgemacht. Sie höret ihr Gewissen nicht, das warnend ihr im Innern spricht. Sie merkt auch nicht, wie schon ganz nah der Herr ihr ist, doch was geschah. Hilf Himmel! Eine Schlange streckt den Kopf heraus, zum Tod erschreckt. Babette laut um Hilfe schreit. Ihr Herr vernimmt's mit Heiterkeit. Doch seine Freude währt nicht lange. Schnellt empor die Riesenschlange. Und über beide weg im Nu. Streckt sie sich in dem Fenster zu. Jetzt da die Schlange rasch entwich. Vom Schreck erholen beide sich. Und schauen ängstlich sich und stumm. Noch nach dem Schweif des Untiers um. Die Schlange auf dem Dach indessen. Sucht was zu trinken und zu fressen. Feucht duftet's aus des Daches Rinne. Das locket die erregten Sinne. Und schon nach wenigen Sekunden ist in dem Rohre sie verschwunden. Nur ihren Schweif mehr sieht man noch. Verschwunden ist sie sonst im Loch. Die kommt nicht wieder, spricht der Rat, der selber froh ist in der Tat, dass so vorüber die Gefahr, auf die auch er gefasst nicht war. Dann wendet zu Babette sich der strenge Dienstherr väterlich und gibt ihr eine gute Lehr. Das arme Mädchen weinet sehr,
bereute tief, was sie getan, und fing sich gleich zu bessern an. Die Schlange aber, denkt euch nur, die Rinne ganz hinunterfuhr, streckt unten ihren Kopf heraus, just als ein Knabe naht dem Haus, der ganz natürlich sehr erschrickt, wie er den Schlangenkopf erblickt. Rasch auf des Knaben Hilfeschrei kommt auch Herr Jonas Schwarz herbei, der auf dem Heimweg sich verhalten, weil er, misstrauend sehr dem Alten, das Geld noch einmal nachgezählt, das der ihm gab, ob nichts dran fehlt. Herr Jonas Schwarz keine Zeit verlor und hält die Reisetasche vor. Verkauft hat er die Schlange zwar, doch, wenn sie kriecht von selber gar, ihm in die Tasche wiederum. Wie? Soll er sie verschmähen drum? Vergnügt tritt er den Heimweg an. Und also spricht der kluge Mann. Die Neugier selbst der Schlange gleicht, die sich in fremde Häuser schleicht. Gefährlich ist sie jederzeit. Drum geht ihr aus dem Wege weit. Und denkt, lockt sie euch wo hinein? Es könnten Schlangen drinnen sein.